Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die Trendradar Trendbox aus dem Monat August schauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy, komm mal hier hin. Der ist mir letztens abgehauen, Leute. Es hat gewittert. Und da hat Monsieur sich gedacht, ciao Kakao, ich renne mal ganz weit weg. Ich kann euch nur empfehlen, eure Hunde auch bei Tasso zu registrieren, das kostet nichts, ne? Ja, denn wenn Sammy zu Hause ist, hat er nicht immer ein Halsband um. Und ja, alle Türen standen offen und Monsieur hat sich gedacht, ich bin da mal kurz weg. Das waren drei anstrengende Stunden, aber das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal mit auf den Weg gegeben haben. Denn ja, wenn dann der Chip vom Hund ausgelesen werden kann oder ausgelesen wird, dann wird auch automatisch angezeigt, dass der Hund oder die Katze dann bei Tasso registriert ist. Ne? Und ich kann es euch einfach nur empfehlen. Das ist so, so wichtig. Ne, kleiner Fratz? Jo. Der hat uns wirklich Angst gemacht. Passt aber auch tatsächlich zur Trendradar Trendbox, muss ich ehrlich sagen. Denn die Trendradar Trendbox ist eine Box, die 8 bis 10 Produkte enthält, die so wirklich nachhaltige Trends beinhalten, was ich sehr, sehr schön finde. Ab 29,95 könnt ihr die Box bestellen bzw. abonnieren und ihr könnt mit Claudi 15% sparen, was ich sehr, sehr nice finde, denn das ist eine Kooperation. Ja, wir haben Produkte aus verschiedenen Kategorien hier am Start. Das ist Beauty, das ist Fashion, das ist Lifestyle, das ist Food. Ne? Das ist halt wirklich wundervoll, diese Box jeden Monat zu bekommen, weil es eine aufregende Box ist. Du weißt einfach überhaupt nicht, was dich erwartet und das finde ich immer sehr aufregend. Genau, deswegen passt dieser Spruch, der da drin steht, mit Time to Discover, safe. Das ist jedes Mal ein großes Erlebnis für mich, ob es eine Packung Mehl ist, oder ein fancy Haarturban. Also du hast hier wirklich echt brauchbare Produkte drin, was ich sehr an der Box schätze. Und auch dann natürlich den Nachhaltigkeitsaspekt wieder zeigt. Denn eine Box zu packen ist die eine Sache. Aber eine Box zu packen mit Produkten, die sinnvoll sind und die auch den meisten Leuten gefallen, das ist die Krux. Ne? Sunny Moments scheint im August das Motto zu sein, denn das steht hier auch auf dem Klebilein. Ein rein. Und genauso nachhaltig wie die Trendradar Trendbox denkt, denke ich auch, denn diese Box wird immer weiter verwendet als Verlosungskarton. Da kommt immer allerhand, also die wandert noch ein paar Mal durch die Gegend. Ne? Wir haben hier auch immer so Kärtchen mit dabei. Francis hat meine Box tatsächlich gepackt und die kann man sammeln, die Kärtchen. Und wenn man die Karten von 1 bis 10 hat, dann bekommt man eine Überraschung. Eine Überraschungsbox, genau. Dann habe ich hier ein Kärtchen drin, weil es eine Kooperation ist. Also die liebe Anna hat hier auch wieder geschrieben, dass sie sich herzlich für die Kooperation bedanken und die mir viel Freude beim Unboxing wünscht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wie Bolle jedes Mal. Also vielen Dank, liebes Trendradar Trendboxen-Team, dass ihr mir die Box zuschickt und danke an euch, dass ihr mich supportet und da seid und auch Bock auf die Box habt tatsächlich. Hier habe ich ein Heftchen. Da steht einmal das Motto so ein bisschen aufgeführt drin. Wie schön ist diese Frau? Also ich bin immer wieder baff von diesen wunderschönen Coverbildern, die da drauf sind. Ne? Männer, Frauen, jeder. Also einfach so schön gemacht. Und das sind halt auch einfach natürliche Menschen, sagte sie und hatte einen kunterbunten Lidschattenlook. Egal, aber da sieht man halt auch einfach, dass die natürlich sehr, sehr schön sind. Ne? Der August verwöhnt dich mit goldenem Licht und warmen Tagen. Bei uns leider nicht so. 19 Grad und es regnet Windfäden. Du bist gemeinsam mit deinen Liebsten unterwegs. Ihr genießt den langen Sommer auf Roadtrips oder lasst es euch am See gut gehen. Schon längst habt ihr eure liebsten Sommerspots entdeckt, um leckeres Essen zu genießen und unvergessliche Sonnenuntergänge zu erleben. Die Sonnenuntergänge, muss ich wirklich sagen, sind dieses Jahr auch wunderschön. Also ich genieße sie auch. Mit deiner Trendbox im August machst du deinen Sommer unvergesslich und entdeckst nachhaltige Lifestyle Essentials und aufregende Produkte aus Wellness, Food und Lifestyle für deine Endless Summer Story. Let your summer shine. Da bin ich wirklich jetzt gespannt. Die Produkte sind hier drin aufgeführt. Man hat auch jeden Monat, wenn man das 12-Monats-Abo abschließt, ein extra Goodie mit dabei. Da schauen wir uns das auch nachher mal an. Und dann hast du noch eine Möglichkeit, wie du diese Box weiterverwenden kannst. Ein Rezept hast du hier mit dabei. Und die Aussicht für den September. Die Frau freut sich. Sowas mag ich. Lächeln ist so wichtig. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ne? Die hat Spaß, das freut mich. Dichte Bäume rahmen den Weg, während du mit kraftvollen Schritten auf dem moosigen Boden dem Zwitschern der Vögel folgst. Jeder Schritt führt zu neuen Entdeckungen und dem nächsten Abenteuer. Die Sinne werden belebt mit den Aromen der wilden Kräuter und dem erfrischenden Duft des Waldes. Mit der Septemberbox bist du für deinen nächsten Ausflug in den Wald ideal ausgestattet und erlebst mit nachhaltigen Produkten die Magie der Natur. Die limitierte Box ist ab dem 1.9. in unserem Onlineshop erhältlich.
sehr, sehr cool. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da wird sich, also, das ist halt immer so eine Sache, ne? Ich liebe Sommer, ich bin ein absolutes Sommermädchen. Ich brauche die Helligkeit, ich brauche die Wärme, das ist eigentlich echt so meins. Ich bin auch ein Fan von der ganzen Weihnachtszeit, weil das ist halt auch irgendwie so eine herzliche Zeit. Aber den Herbst mag ich nicht. Eigentlich gar nicht. Für die Leute, die jetzt so Heuschnupfen haben, ist der Herbst ja immer wieder eine Erlösung und die lieben das ja wie Sau. Aber ich persönlich liebe eher so den Sommer mit seinen warmen Tagen und den lauen Sommernächten. Also für mich ist es halt voll meins und für mich kann es auch irgendwie gar nicht warm genug sein. Aber na, da ist jeder Jeck ja anders, ne? Aber gut, ich glaube, irgendwann im August sollen auch noch die ein oder anderen Sommertage kommen, aber ich warte noch drauf. Okay, so, also, ja, wir haben hier sehr, sehr viele Produkte drin. Und ich starte mal mit Dattelkugeln mit Erdnuss. Das ist ja voll mein Ding, ne? Lian-Datteln sind das. Da läuft mir das Wasser ja direkt im Munde zusammen. Ich versuche jetzt hier tatsächlich die Produkte nicht alle so zu kosten. Da bin ich eher so in dem Food-Boxen-Unboxing mehr so, dass ich das dann mache. Die werde ich mir aber tatsächlich auch genehmigen. Also ich mag sowas ja, ne? Du hast dann noch so Kokos-Splitter da drumherum, was ich auch lecker finde. Erdnuss ist auch voll mein Ding. Und Dattel, ich mag Datteln. Also das ist richtig, richtig cool. Schönes Produkt. Auch das hier ist was zum Naschen. Alto Belli, was ist denn für ein Riesenosche hier drin? Wahnsinn. Okay, von Seeberger. Cashew-Mango-Mix. Auch sowas mag ich gerne, ne? Eine Magnesiumquelle, reich an ungesättigten Fettsäuren. Also Nüsse, super, super wichtig. Finde ich wirklich gut. Mir wurde mal irgendwann gesagt, Walnüsse sehen ja aus wie Gehirn und das ist auch gut fürs Gehirn, ne? Und Nüsse generell, ob Erdnüsse oder Cashewnüsse, das sind ja auch gesunde Fette. Das sollte man dem Körper auch zuführen. Und gerade wenn man Obst isst, dann sollte man, oder halt auch Rohkost oder so, dann sollte man das auch immer in Kombination mit Fetten essen. Und deswegen macht das auch ganz, 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 ganz viel Sinn, dass die Mango hier in Kombination mit den Cashews um die Ecke kommt. Habe ich auch Bock drauf. Das wäre so ein schöner Abendsnack, wenn man auf der Couch liegt, einen schönen Film guckt, ne? Sinnvoller als jede Tüte Chips, wobei Tüte Chips ist auch mal ganz geil. Den Riesen-Oschi muss ich gleich erstmal freibuddeln. Louis Wittmer haben wir hier drin. Eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50. Das finde ich super. Das können wir jetzt gerade auch alle sehr gut gebrauchen. Denn selbst wenn die Sonne nicht durchscheint, die UV-Strahlen kommen trotzdem durch. Also selbst im Schatten ist die UV-Strahlung sehr, sehr hoch. Und dementsprechend sollten wir uns schützen. Ich habe hier auch heute eine dicke, fette Lichtschutzfaktor-Geschichte noch drunter. Weil ich das ein oder andere Mal auch heute mal das Haus verlassen werde. Sei es zum Gassi gehen mit Sammy oder wenn man einfach nur den Müll rausbringt oder sonst irgendwas. Und wenn du hier ein Produkt hast, wo du sogar den UV-Schutz zusammen mit deiner Tagescreme hast, dann sind auch alle Faulis unter uns glücklich. Denn nicht alle mögen das gerne, ihre Tagescreme aufzutragen und darüber dann nochmal einen Lichtschutzfaktor und dann noch einen Primer und dann noch eine Foundation. Ne? Ich mach's. Aber ich bin da auch ein bisschen freaky drauf. Ja, hier haben wir halt echt eine Full-Size, ne? 50 Milliliter. Das finde ich wirklich großartig. Feier ich. Und Louis Wittmer ist ja auch so eine Apothekenkosmetik, ne? Die soll auch wirklich sehr hautverträglich sein, so wie ich das gehört habe. Ist auch Anti-Aging mit dabei. Anti-Aging hast du ja allein schon mal durch den Lichtschutzfaktor. Finde ich klasse, dass es drin ist. Auch etwas sehr Sinnvolles ist tatsächlich ein Spülmittel. Ich dachte, das wäre das einfach, aber dann ist es definitiv ein Spüli. Großartig. Soda, Sahne, Lavendel und Minze. Ein Spülmittel, kraftvoll gegen Fett und schonend zur Haut. Läuft. Großartig. 300 Milliliter. Mag ich. Hört sich total sympathisch an, muss ich sagen. Riechen wir mal dran. Mehr die Minze als das Lavendel kommt raus. Aber ein bisschen Lavendel kommt raus. Also zum Spülen, safe eine geniale Nummer. Finde ich großartig. Und das sind halt so die Basic-Produkte. Fahre ich tierisch drauf ab, dass die sowas da drin haben. Denn gleichzeitig hast du hier auch noch so einen Glitterflitter mit am Start. Oder was ist das? Nee, das ist, doch, das ist biologisch abbaubares Glitzer. Birkenspanner. Watermelon Collection. Perfekt für Partys, Festivals und den Alltag. Weicher als Plastikglitzer. Ist das dann fürs Gesicht? Witzig. Okay, ich kann ja mal im Heftchen kurz nachschauen. Ich finde es fancy, dass du sowas dann halt auch genauso wie Spülmittel mit drin hast. Das ist einmal so komplett, aufregend. Mit dem neuen veganen Bio-Glitzer von Birkenspanner
kannst du mit der Sonne um die Wette funkeln. Anders als bei konventionellem Glitzer, der leider nach der Verwendung direkt als Mikroplastik in der Umwelt landet, genau, wird hier kein Kunststoff verwendet. Der Glitzer besteht aus dem Harz des Sandarak-Baumes und ist zu 100% biologisch abbaubar. Perfekt für dein Sunny Make-up, als Deko für deine Gartenparty oder zum Basteln mit der Family. Finde ich cool. Also das kannst du dir dann, 16 Euro kostet sowas, oh wow. Kannst du dir dann so mit hier Glitterglue oder so im Gesicht aufkleben, ne? Ich finde das großartig. Also ja, ist ja auch Festivalzeit, ne? Also jetzt gerade ist, während ich das Video drehe, geht Wacken gerade zu Ende. Wobei, doch, da haben die da auch Glitzer? Ich weiß es nicht. Alternativ zu dem Louis Widmer hätte man auch noch Louis Widmer mit Lichtschutzfaktor 30 haben können, sehe ich hier. Und das ist auch das Trend-Goodie des Monats. Also das haben halt nur die Leute drin, die ein 12-Monats-Abo abgeschlossen haben. Jo, so, dann habe ich etwas drin. Avant hat sich hier reingemogelt. Das ist eine Marke, die sehr hochpreisig ist und die auch den Boxenwert dann natürlich jetzt explodieren lassen wird. Aber it is wie it is, ne? Ich weiß, dass einige Avant mögen. Ich sage immer, wenn Avant ein Drittel von dem kosten würde im Laden, was es quasi als Wert hier immer ausruft, wäre das schon eine gute Sache und dann würden es auch safe Leute im Laden so kaufen, weil die Wirkung ist schon okay, ne? Wobei, das kostet jetzt 89 Tacken, für 30 Tacken sowas zu holen, ist auch immer so eine Sache. Wobei, hier haben wir PHA, Zellulose, Glycerin, Shea, Butter und Pektin. Age Protect and UV, ein PHA Delicate Resurfacing and Refining Microfoliant. Also das ist quasi ein Peeling mit 50 Millilitern. Das sind 30 Euro auch, oder wer, also es sind ja 90, aber in meinem Brain, ne, 30 Euro wären dafür auch vollkommen gerechtfertigt. Weil, wenn du halt hochwertige chemische Peelings verwendest, dann sollte das Ganze auch wirklich etwas Vernünftiges sein, was dann auch nicht irgendwie günstig oder billig ist. Deswegen würde ich so ein Produkt dann wahrscheinlich auch eher zutrauen, mein Gesicht fein zu machen, als einem Produkt, was irgendwie nur 5 Euro kostet oder so. Bin ich ganz ehrlich, ne? Chemische Peelings ist halt nach wie vor eine wichtige Sache, die ich persönlich aber auch eher von O bis O mache, also Oktober bis Ostern. Aber ne, wenn du dir aber diese Creme dann am nächsten Morgen schön dick drauf machst, dann ist es auch in Ordnung, dann kannst du die auch am Abend vorher verwenden. Auf jeden Fall. Finde ich PHA auch ehrlich gesagt jetzt ganz gut, weil PHA ist quasi die Vorstufe oder das mildeste chemische Peeling, was du so haben kannst. Es gibt PHA, AHA, BHA, Video dazu in dem i. Das heißt, verschiedene Arten von Säurepeelings, die auch auf verschiedene Arten mit der Haut halt entsprechend reagieren. PHA ist wirklich so ein Einsteiger chemisches Peeling, deswegen finde ich es auch gut, dass es hier mit drin ist. Das kann man dann auf jeden Fall mal ausprobieren, aber sowas erstmal an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, ne? Hier steht auch wahrscheinlich drauf, dass man das, ja genau, dass man das halt entsprechend abwaschen soll, das ist auch wichtig. Und da würde ich mich erstmal auch vorsichtig an eurer Stelle rantesten. Ich weiß, dass meine Haut sowas geil finden wird, deswegen, das werde ich schon verwenden, einfach um das mal auszuprobieren, was Avant so kann. Und euch dann im Aufgebraucht-Video auch mein Feedback dazu geben. Ist ein Klopperprodukt hier drin, kann man nicht anders sagen. Freigebuddelt habe ich nur diesen Klopper, der einfach mal in Pink daherkommt, finde ich großartig. Habt ihr alle dieses pinke Ding drin, das wäre ja schön, ne? Würde ich mich freuen. Na, manche haben auch ein braunes Ding drin, das ist dann quasi mit Vanille? Weiß ich nicht. Also Cornflakes auf jeden Fall. Also ich habe Cinnamon und es gibt dann auch noch irgendwelche braunen, wahrscheinlich Waffle Rolls mit Schokolade. Ich habe jetzt Cinnarolis, Bio-Zimt-Schnecken. Finde ich ganz witzig. Irgendwie in letzter Zeit habe ich öfters mal Zimt-Sachen in Boxen drin. Finde ich jetzt nicht schlimm. Also ich bin auch jemand, ich esse auch super gerne im Sommer Zimt, weil ich das einfach gerne mag. Ich würde jetzt auch einfach eine Zimt-Schnecke essen oder sowas. Das ist alles voll meins, ne? Aber nicht jeder mag im Hochsommer Zimt. Ich find's cool. Es ist neu. Es ist von Holy. Es sind Cinnarolis. Also, ja. 79% Vollkorn. Das macht natürlich auch schön lang satt. 37% weniger Zucker. Also mit Datteln gesüßt. Das finde ich auch interessant. Ohne Zusatzstoffe. Vegan. Biozertifiziert. Das hört sich doch schon mal so weit so gut an. Ja. Good Food, Good Mood. Auf jeden Fall ein schönes, schnelles Frühstück oder Abendessen in meinen Augen, ne? Ja. Cool. Mag ich. Feier ich. Aber wer meint, die Box wäre leer, der irrt sich sehr. Da habe ich jetzt nämlich noch von Kokos Cuisine etwas drin. Nein, von Natumi eine Kokos Cuisine. Das ist laktosefrei und glutenfrei.
Und das kann man halt beim Kochen ganz gut verwenden. Also ich glaube, dass es so eine Art Sahneersatz dann sein soll, ne? Kochsahneersatz. Nur halt mit Kokos, was ich auch ganz schön finde. Denn auch in der Trendradar-Box finden wir auch öfters mal so Milchersatzprodukte. Finde ich auch ganz nice. Dann kann man sich auch mal ein bisschen durchtesten und vielleicht auch ein kleines bisschen was Gutes für die Umwelt tun. Finde ich nicht verkehrt, ne? So wird einem nämlich das Ganze auch ein bisschen schmackhaft gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. 200 Milliliter sind hier drin. Hatten wir auch schon mal da, haben wir auch schon verwendet. War lecker, kann man machen, ne? Hat nicht so diese Sämigkeit, wie man die normalerweise kennt, von unserer Einschätzung her. Aber durchaus kann man das ersetzen, mal so, ne? Von Münsterland, I am your oat, ein Haferdrink mit Vanille. Das ist ja schön, ne? Dann hast du hier einfach mal einen Oat-Drink, Vanillegeschmack, einfach mal so für zwischendurch, ohne Nüsse, ohne Ei, ohne Milch. Und ja, eine Vanillemilch, das ist ja keine Milch. Aber ein Vanille-Drink finde ich auch immer ganz cool. Also sowas trinke ich auch zwischendurch super gerne mal. Ne? Oder halt auch ganz normal zum Abendbrot oder so. Ich glaube, wenn man es ganz fancy haben will, dann nimmt man sich diesen Haferdrink und diese Rollies und macht die in eine Schüssel. Dann hat man halt so richtig, Weihnachten kann kommen, ne? Zimt und Vanille läuft. Dann habe ich hier noch einen kleinen Shot drin. Ich werde es auch gleich trinken, denn sowas wird eigentlich bei Unboxings direkt bei mir vernichtet. Kloster Kitchen, Ingwer Shot, Ananas. Hier ist ein Shot drin. Ich finde sowas eigentlich ganz fancy. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne. Es ist scharf meistens und es ist auch heftig, aber es pusht einen dann doch so ein bisschen. Ne? Das ist so ein bisschen witzig. Und das schmeckt irgendwie ganz interessant. Und es ist doch witzig. Was kostet so ein Ding eigentlich? 1,99. Also wenn ich überlege, dass ich jeden Tag sowas trinken würde, wäre das ein bisschen teuer. Aber na, ist in der Box. Prost an dieser Stelle. Ja, da sind Stückchen drin, die schmecken gut. Und du hast halt einmal diesen Hui gemacht. Aber das ist gut. Da ist auch irgendwas mit. Lecker. Also tatsächlich, das ist einer von den Ingwer-Drinks, die ich wirklich als sehr lecker bezeichnen würde. Ja, du hast hier Ananas mit drin. Das macht das Ganze wirklich sehr schön fruchtig. Ja, also ich mochte das jetzt. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, ne? Ja, so, das ist jetzt das letzte Produkt. Four Sigmatic Plant-Based Protein Powder mit Mushroom and Plant Extracts, also quasi mit Pilz- und Pflanzenextrakten. Food Supplement, Creamy Cacao. Ja, sowas kannst du halt trinken, ne? Ich denke, sowas kann man sich auch in Kombination mit, ich kombiniere hier ja alles gefühlt, ne? Mit dem zusammen machen und das darin auflösen, kannst du aber auch in Wasser auflösen. Ich bin jetzt kein ultimativer Fan von Proteinpulver, weil ich halt einfach für mich denke, so viel Sport mache ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass, also ich bringe halt Proteinprodukte immer mit Sport in Verbindung, aber ich finde, dass diese Proteinprodukte lecker schmecken. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja auch immer ein bisschen süßer oder so, ne? Genau, also. Denn ja, das werde ich mir tatsächlich nicht selber gönnen, weil ich jetzt auch nicht so der Kakaomensch bin. Aber das ist nicht schlimm, weil wir haben hier so viele Produkte drin, die ich richtig cool finde. Was ich persönlich ein bisschen vermisse, wäre jetzt irgendwie so ein. Ja, eigentlich haben wir das. Nee, vermisse ich nicht. Ich habe ja hier meinen Bio-Glitzer, ne? Also so ein fancy Beauty-Produkt haben wir hier mit am Start. Nee, wir haben relativ viele Beauty-Produkte. Wir haben ja auch die Tagescreme, wenn wir das 12-Monats-Abo haben. Und auch das Peeling. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wir haben halt sehr viele Verbrauchsprodukte und wenige Gebrauchsprodukte. Das heißt, alles, was hier in der Box drin war, wirst du halt irgendwann aufbrauchen. Du hast nichts irgendwie wie ein Haargummi oder ein Haarturban, was halt von längerer Dauer ist. Nee, also, ne, das muss man halt dann einfach mal für diesen Monat so sehen. Aber trotzdem finde ich den Inhalt der Box sehr, sehr cool. Die Food-Produkte werden hier sehr schnell vernichtet werden. Die Tagescreme wird ihren Einsatz finden, genauso wie das Peeling. Der biologisch abbaubare Glitzer, da muss ich einfach mal gucken, wie fancy ich so unterwegs bin. Ich glaube nicht, dass man das über Lebensmittel machen sollte. Deswegen wird das jetzt nicht irgendwie so eine Muffin-Topping-Geschichte werden. Ansonsten, Spülmittel feiere ich hart. Ihr Lieben, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung zu der Box in die Kommentare. Da können wir uns super gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.